Wer hat Stil, neigt sich langsam dem Ende. Das heißt, am 1. Dezember 2005, nein 2003, besser gesagt so, war mein erster Tag hier. Und es war eine große Herausforderung für mich. Aber es war immer ein Traum von mir, ein Modegeschäft zu führen. Und jetzt nach fast 22 Jahren bin ich stolz darauf, die 22 Jahre geschafft zu haben. Und es waren Höhen und Tiefen natürlich. Es ging nicht immer nur nach oben. Wir hatten Wasserschaden. Wir hatten den Bachausbau hier vom Geschäft. Und trotzdem, ja, Corona hatten wir auch noch, aber trotzdem hat immer alles funktioniert. Wir hatten viele schöne, eigentlich mehr schöne Stunden hier, dank meiner lieben Kunden oder der Stammkunden, die ich mir auch aufgebaut habe in den Jahren. Viele Events gemacht, Modenschauen, persönliche Einladungen. Und ja, und jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, es ist Zeit zu gehen, nicht weil weil es nicht mehr läuft, einfach nur, weil ich das Alter habe und Gott sei Dank auch noch im letzten Jahr ein kleines Enkelchen bekommen habe. Ich bin also jetzt stolze Oma und ich werde mir jetzt die Zeit dafür nehmen, für andere Dinge, nicht nur für Mode, obwohl ich da vielleicht noch nicht ganz abschalten kann, aber Mode wird immer ein Thema bleiben. Und wie sagt man so schön, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Und sicherlich öffnet sich für mich auch eine neue Tür. Das heißt, ich werde mich nicht irgendwo verkriechen. Es gibt so viele andere Aufgaben im Ehrenamt oder auch wie immer, wo man sich mit einbringen kann. Und sicher werde ich da was finden. Ja, an dieser Stelle sage ich nochmal Dankeschön. Danke an alle, die mich hier unterstützt haben die ganze Zeit. Hauptsächlich an meine lieben Stammkunden, auch an meine Lieferanten, die immer treu zu mir gehalten haben. Das ist ja heute auch nicht so einfach. Ja, meine Familie, meine Freunde. Es war eine wunderschöne Zeit und ich gehe mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Ja, danke.